Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid in dieser wunderschönen Landschaft, in unserem kleinen sich entwickelnden Dörfchen, in der dritten Folge der zweiten Staffel. Da, wir sind. Ich bin schmutzig. Oh, ich glaube, ich muss einmal schwimmen gehen. Oh, Mai, da habe ich auch. Es gab mal eine Zeit lang, da war das Update mit den Brettern, dass man den Waschzuber aus den Brettern herstellen musste. Frisch raus und ich war schmutzig und ich habe es einfach nicht. Jeder normale Mensch würde halt einfach in einen Fluss gehen und sich dort waschen. Und ich habe echt geflucht, weil keiner mehr mit mir wirklich positiv reden wollte und dachte mir, es gibt's doch gar nicht. Ich muss doch irgendwie die Bretter herstellen können und war sogar schon gewillt, sie mir zu stehlen und bin dann durch Zufall irgendwie durch den Fluss gelaufen und war dann wieder sauber und war dann völlig so, what? Ja, okay, eigentlich logisch. Aber tatsächlich so in dem Moment, so Scheuklappen-Moment, war dann schon so, krass, ich weiß doch gar nicht, wie mache ich das denn? Ich kann keinen Zuber bauen, oh nein. Ja, es war schon so, nee, wir sind noch nicht überladen, okay, alles klar. So. Dann mal einmal ganz kurz ein bisschen Wilks. Autsch. Jetzt können wir. Gesundheitspunkte. Achso, das ist der hölzerne Hammer. Ich habe gerade was? Gesundheitspunkte, was? Schuhe, was? So, ich überlege jetzt gerade, was ich, warum ich die nicht mitgenommen habe. Eigentlich hatten wir echt richtig Glück, ne? Wir hatten richtig Glück. So, nee, halt, die würde ich gerne mitnehmen. Die würde ich jetzt aber tatsächlich mal eben einlagern. Und mir dann gleich das Feld bauen. So, jetzt haben wir die hölzerne Hacke. Genau, warte mal, die müssten wir dann natürlich eigentlich wieder. Die legen wir dann auf die 3. Und genau, es wird jetzt dunkel. Ne? Oh, schön. Und übergangsmäßig. Würde ich, möchte ich, werde ich Nutzpflanzen. Feld, genau. Erstmal hinterm Haus ein Feldchen anbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Genau, dann machen wir das jetzt mal hier. Mensch, ich brauche noch einen Beutel. Ne? Na gut, dass wir so ein bisschen Leder schon gesammelt haben, sonst wäre das ja auch gar nicht möglich gewesen. Ne? Und ich habe total vergessen. Na, sag mal. Hallo? Jetzt hat. Ich habe total vergessen, Samen mitzunehmen. Tü-tü. Ja, sonst können wir ja mal nach oben gehen. Haben wir jetzt eigentlich vom Unigos die andere Geschichte? Sprich mit Dagobert. Okay, gut, das ist jetzt dann das nächste, was wir machen müssen. Das Leder habe ich jetzt nicht dabei, ne? Nee. Okay, dann machen wir das doch mal eben. Oh, es wird jetzt, glaube ich, zu dunkel. Ich lege mich mal schnell schlafen. Das ist für euch einfach angenehmer. Und deswegen habe ich ja 5 Tage eingeplant. Also das war tatsächlich wirklich mit voller Absicht. Weil ich mir das schon gedacht habe, dass das einfach dann nicht so funktionieren kann. Genau. Ach, wir brauchen bloß noch 3. Das ist gut. So, dann legen wir die anderen mal wieder rein. Genau. So, dann. Achso, brauchen wir den Beutel. Die einfache Tasche. Und. Oh mein Gott, das ist. Und Birnen, Äpfel, Hopfen, Kirschen. Pflaumen. Wow. Oh, cool. Das ist ja toll. Oh, schön. Da freue ich mich ganz doll. So, Dünger. Okay. Da. Genau. Da muss man das nochmal ein bisschen umpflügen, aber das ist ja kein Problem. Soll ja auch hauptsächlich erstmal so ein bisschen für uns reichen, dass wir, ja, auf jeden Fall genug zu essen haben, weil im Sommer nur mit den Beeren und Fleisch wird wahrscheinlich ein bisschen arg knapp. So, dann müssen wir nochmal einmal umdingsteln, genau. Gepflügt. Einmal ein bisschen pflügen. Oh.
Jetzt. Noch. Sei doch lieb. Es ist halt. Also, Erde bearbeiten ist einfach nicht mein. Das funktioniert in Valheim nicht. Das funktioniert hier nicht. Ach, das ist ein Fluch. So, gut, die Hacke und die Tasche brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, ich lege die Sachen jetzt erstmal rüber. Unnötig, ja, Gewicht mitschleppen muss halt einfach nicht sein. Auch die Schuhe vom Rasimir, die werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder anziehen müssen, weil es sonst zu warm werden könnte. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Dagobert. Fällt gerade ein. Die Steinaxt ist noch gut genug, aber wir sollten auf alle Fälle genug Materialien für eine neue Axt. Zwei Steine. Die nehme ich jetzt nämlich gleich mit, weil ich sonst wieder das Problem habe, dass ich keine Steine finde. Das ist, weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber immer dann, wenn man, ne, so wie jetzt, wenn man etwas braucht, dann findet man es nicht da. Genau, dann habe ich nämlich. Ich weiß nämlich nicht, ob da oben wirklich, ob ich da wirklich schnell Steine finde. Und tatsächlich gab es auch schon Momente, da habe ich es eben nicht, gab dann keine Steine. Ich habe tatsächlich keine gesehen, keine gefunden, mich grün und blau geärgert. Und ja, dem werden wir jetzt halt gleich ein bisschen, ne, prophylaktisch vorher und so. Ihr versteht schon, was ich meine. Wir werden jetzt dann auch nochmal was trinken, bevor ich jetzt hochgehe. Wir sind zwar fast voll mit dem Trinken, aber ja, besser ist. So, warte mal. Und dann könnten wir ja eigentlich auch den Trinkschlauch noch füllen. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch was trinken dabei und von daher, das ist in Ordnung. So. Bin ich total irgendwie mega krass abgewichen vom Weg, ne? So, jetzt gehen wir hier einfach mitten durch. So. Falls uns jetzt irgendwie ein Wildschwein auflauert, dann sind wir definitiv vorbereitet mit unserem Speer in der Hand. Ach, ich freue mich schon drauf, wenn wir einen Bogen haben. Ich bin ja total der Fan von Bogen. Vom Bogenschießen und generell so. Ja, so ganz klischeehaft spiele ich tatsächlich, oder spielte ich tatsächlich in WoW sogar einen Hunter. Ach ja, die guten alten Zeiten. So, da ist der Weg. Sehr schön. So, dann sagen wir doch mal Hallo. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich wurde hier schon mal von einem Wildschwein angegriffen. So, da hinten ist er gerade. Der liebe Dagobert. Hallo, ihr Ziegen. Ja, mein Gott, du süßes Zicklein. Hallo. Ich bin kein Fremder. Ich bin Rasimir. Mensch, sowas aber auch. Du hast meine Axt. Aber erst will ich deine. Oh, Hopfen. Krass. Hopfen, Sämling. Kohlsamen. Das ist Kohlernte. Genau. Kann. Okay, das klingt gut. Und rote Beete. Kann im Frühling. Alles klar. Oh, wir müssen aber tatsächlich ein bisschen mit dem Geld aufpassen, ne? Oh, shit. Ja, gut, aber ich will halt, ne? Will das halt haben. Okay. Naja, gut. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Ja. Was gibt's nichts? Es gibt nichts Schöneres als, ja, Bäume zu fällen. Jede Menge Bäume zu fällen. Du, wir brauchen jetzt, ne? Journal. Quest. Achso, nee, da, genau, 40 Rundhölzer. Kann ich mir das anzeigen lassen, bitte? Quest verfolgen, genau. Ich bin ganz froh, dass wir keine Probleme mit der Aus. Also es gibt wirklich echt Momente. Da bin ich jetzt dann doch sehr froh, dass ich die Ausdauer nicht ab. Also, dass ich sie ausgeschalten habe. Sonst würden nämlich solche Quests halt einfach ewig dauern, weil du anderthalb Bäume und dann musst du erstmal eine Pause machen. So, jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen. No, danke.
Okay. Dann, wo ist der nächste Baum? Hier ist noch ein Bäumchen. Sehr schön. Da ist noch einer mit Stöckern drinnen. So, dann hier. Du bist der Nächste. Servus. Guten Tag. Jetzt wäre so ein, ja, so ein Holzfäller-Lied eigentlich ganz gut, ne? Sollen wir mal Timber anmachen? Nein, lieber nicht. Nein, nein. Lieber nicht. So. Also ich, 40 Stück, ich weiß gar nicht genau. Also die Seite habe ich ja eigentlich immer komplett abgeholzt und ich glaube, hier die Bäume hatte ich auch immer komplett. Und dann kann es passieren, dass ich sogar nochmal hinten zu den Birken hin muss. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das gucken wir jetzt aber dann gleich. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal hier. So. Und warum auch immer. Ja, jetzt fallen sie von oben herab. Und hier wurde ich tatsächlich auch schon von einem Wolf angegriffen. Das war sehr hinterhältig. Und ja, war mal wieder einer dieser Momente, wo man ja, Ewigkeiten nicht abgespeichert hatte. Ich bin schon wieder schmutzig. Okay. Naja, gut. Kann natürlich sein, dass der Fluss vielleicht einfach nicht, ja, nicht sauber genug macht oder sowas. Ich weiß nicht genau. Gut. Jetzt laufen wir erstmal rüber. Dim, dim, dim. Es handelt sich nur um Stunden. Naja, im Prinzip Spielstunden, ne? Ingame-Stunden. Könnten das schon sein. Bin mal gespannt, welcher Ort dann tatsächlich auch so Hopfen und sowas ansät. So, hi. Ach nee, das ist der falsche. Entschuldigung. Ich muss leider zu deinem Kumpel hier. So. 7. Wow. Ja gut, das Holz, ne? Wir werden mal das Holz, also nicht die Stöcker, meine ich. Wir werden mal die Stöcker hier unten hinschmeißen und die Steine. Warte, das waren die falschen Tasten. Ja, ich hab's. Achso, X. Ach ja. Oh. So, und dann F. Genau, X. Jetzt. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Vielleicht. Oh, nein, bitte. Oh, Gott sei Dank. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr mitnehmen, außer 7. Als nur 7. So. Du sollst nicht auf dem Rundholz balancieren, du sollst es einstecken, damit wir das zu Dagobert bringen können. Jetzt bin ich überladen, okay. 9 Stück. Ach, toll. Jetzt haben die paar Stöcker, die wir jetzt gerade rausgeholt haben, tatsächlich nur so viel Platz gemacht, dass wir eigentlich nur ein Rundholz mehr mitnehmen können. Ist nicht schlimm. Ja, man hätte hier hinten eigentlich, ne, theoretisch anfangen können, ob das dann näher gewesen wäre. Kann natürlich sein, ne? Aber es ist halt, bei den Bäumen ist es halt, also bei den Birken ist halt so, da brauchst du halt einfach so viel mehr, ne? Bei 10 Kiefern hast du halt 30 und bei 10 Birken hast du halt einfach nur 10 weniger. Das ist halt dann schon doof, ne? Wenn du dann doch so viel ja, Bäume fällen musst. Schon ein Stück zeitaufwendiger. So. Okay. Hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Dann machen wir uns jetzt hier an die ran. Ja, da. Ich gucke mal so ein bisschen, ob irgendwo ein Tier rumläuft. Bisher habe ich aber noch keins gesehen. Ist das jetzt Gott sei Dank oder schade? Oh, ich apropos Tier gesehen. Es wäre an der Zeit, durchaus was zu essen. So. Boah, ist halt nicht so wirklich viel, ne? Jo, wir können eigentlich, wäre das gar nicht so schlimm, wenn wir ein paar Tiere sehen.
Ja, weil dann halt einfach, ne, wieder ein bisschen Fleisch da ist. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist jetzt dann doch, ist schon schwierig ohne Suppen, ne? Es ist auch, wir kriegen ja als Questbelohnung kriegen wir eine Suppe. Und es gab auch Zeiten, da habe ich die dann tatsächlich auch verkauft, ne? Weil mir das Geld in dem Moment halt einfach wahnsinnig wichtig war und ich so mit dem Essen halt kein Problem hatte, weil wir ja die Suppen selber herstellen konnten. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt nach wie vor mache. Solange die Sachen nicht freigeschalten sind, bin ich ganz froh, wenn wir Essen bekommen können. So, ich würde sagen, wir tun mal die zwei Kiefern noch mitnehmen. So. Hallo. Muss mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ne? Ach, schön. Freue ich mich. Okay. Ach, das wird schön. Das wird schön. Glaubt's mir. Hi. Willst du kuscheln kommen oder so? Achso, ich hätte jetzt nicht so das Problem damit, wenn du möchtest. Ach, wir sind schon arg schmutzig. Nee, Entschuldigung, du bist der Falsche schon wieder. So, na, 9 Stück noch, siehst du? Cool ist, dass wir jetzt tatsächlich auch genau 9 tragen können. Warte mal, stopp, Moment, warte mal. Wir haben doch hier die Stöcker hingelegt. So, und jetzt können wir doch hier eigentlich die Stöcker. Genau. Ja. Das war nicht so schlau. Ich habe vergessen, vorher E zu drücken. So, genau. Jetzt können wir dann uns die anderen 9 Stück holen. So, das heißt, die müssen wir auf jeden Fall noch. Ach ja, schön, ne? Ah, ja, ich hab tatsächlich nicht hingeschaut. Ja, es ist, war klar, dass irgendwas in diese Richtung passiert, ne? So. Ich wusste zumindest ja, dass die Axt definitiv kaputt geht und hatte ja schon mal die Sachen dabei. Nur halt nicht direkt dabei. Die müssen wir uns dann halt. Also ich mit denen. Nicht ganz so einfach. Wer ist es denn? Du bist es. Hier hast du einen. Warte, die anderen besorge ich dir gleich. Jetzt nehmen wir halt einfach doch die hier, weil sie einfach ein bisschen näher sind. Hauptsache, sie kullern jetzt nicht alle darunter. Da müssten wir hinterherlaufen. So, da. 2. Dann wären das mit dem hier 4. Dann hätten wir hier die 6. Ja, und die 8. Na, das geht doch. Ist doch super. Okay. Na, dann haben wir die Quest ja auch schon. Wow, wir sind ja richtig weit gekommen in den 3 Folgen. Ups. Ne, das ist ja richtig cool. Finde ich gut. Bin ich gespannt. Federn. Ach so, ja, stimmt. Eigentlich müsste man mal gucken, ne? Die brauchen wir ja dann doch ohne Ende. Und hier fallen sogar tatsächlich richtig viele hin, ne? Oh, schön. Ja, habe ich aufgenommen. Da liegt eine Birke. Ich verstehe es nicht. Kannst du mal bitte. Rasimir, willst du mich ärgern? Was macht er denn? Okay. Nicht, dass wir uns irgendwie doof anstellen oder so, ne? Ich habe nur 6 dabei. Wo ist denn die letzte? Ach, hier. Okay.
okay, alles klar. Habe ich die jetzt aufgefangen? Ja, habe ich sie. Aha. Hallo. Hier hast du den Rest. Juhu, geschafft. Quest aktualisiert. So, dann schauen wir doch mal. Sackraum. Hallo, du Ziege. Bretter? Die, oh, es gab mal eine Zeit, ne? Da waren die Sachen, da lagen die Sachen hier tatsächlich einfach rum und du konntest sie mitnehmen. Die ganzen das ganze Holz, was hier so rumlag. Ich glaube hier, ne? Ne, hier gibt es ihn gar nicht mehr. Also hier lag halt mal Holz. Und das konnte man sich tatsächlich mitnehmen. Das war schon cool, aber gut. Nicht schlimm. So, du, oh, du bist ein schöner Jäger. Hallo, guten Tag. Ach so, Entschuldigung. Ja, hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Kürzlich, das ist gut, das mag er. Tut mir leid. Schade, na dann halt nicht. Neuankömmling. Ja, das mache ich jetzt nicht, bevor ich in ein zweites Haus stehe. Das habe ich hier, die da. Die konnte man tatsächlich mal mitnehmen. Aber inzwischen muss man sie leider stehlen. Genau. Die darf man jetzt nicht mehr mitnehmen. Und das letzte Mal habe ich jemanden eingeladen, dass er mit zu mir ins Dorf kommt. Und dann ist er relativ schnell wieder abgehauen, weil ich die ganzen Voraussetzungen nicht hatte. Also du, ja, wir sollten vorher auf jeden Fall mindestens das Haus, ne, das Nahrungsmittellager und da liegt noch ein Rundholz. Und Rohstofflager. Genau, das sind die vier Gebäude, die wir auf jeden Fall bauen müssen. Ich habe mal gehört, dass die maximale Anzahl an Gebäuden dann erhöht wird. Also es sind jetzt wohl nicht mehr nur 40 oder so. Mal gucken. Oder ist sogar noch eine Quest. Die gucke ich mir. Ach so, stimmt. Wir können ja unsere Belohnung abholen. Dürfen wir gar nicht vergessen. Aber die Federn einsammeln finde ich jetzt tatsächlich auch echt super wichtig. Wegen den Pfeilen. Da werden wir garantiert so einige brauchen. Ja, komm, wir nehmen uns noch mal ein paar Pilze mit. Wobei, wir kriegen jetzt eine Suppe. Die können wir uns ja dann eigentlich zugute, ne? Die könnten wir uns dann schon, ja, einverleiben. Und dann müssen wir auf jeden Fall, hallo, die Kohlsamen aussäen. Mathilda, hallo. Das riecht gut. Aber ich verrate dir mein Rezept nicht. Schade. So, genau, Kohlsuppe und Suppe. Ja, das wird noch was. Das wird noch was. Aber schön. Das wird richtig schön. So, dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Platz? Naja, ein bisschen, ne? Wir essen jetzt mal die Suppe. Und dann machen wir uns gleichzeitig mal so ein ganz kleines bisschen vorsichtig auf den Rückweg. Und schauen mal, ob wir irgendwo eventuell das ein oder andere Schweinchen treffen. Wie gesagt, es blendet mich ein bisschen, das Licht. Und man sieht es gar nicht so gut. Ich verlasse mich jetzt dann mal so ein bisschen auf meine Ohren. Wenn sie denn dann noch Geräusche machen. Naja, spätestens wenn sie direkt vor mir stehen und ich mache, weil ich dann leider gestorben bin. So. Ja, dann ist der... Das ist nicht dann jetzt auch schon der dritte Tag dann im Prinzip vorbei? Ja, ne? Wie schnell das geht. So, wir nehmen hier noch die Pilzchen mit. Wow, cool. Nee, ich sehe jetzt gerade noch kein Wildschwein. Ich würde auch ein Reh nehmen. Hauptsache irgendwas. Vor unserem Haus ist ja die Hasenfalle. Vielleicht, die müsste sie ja eigentlich ausgelöst haben. Dann holen wir uns da jetzt einfach mal den Hasen raus. Genau. Hier hab ich ein paar, ja, Bäumchen schon mal gefällt. Naja.
Genau. Kann man ja dann direkt mal die Stöcker mitnehmen, warum nicht, ne? So, du kriegst so viel. Ja, das ist halt wieder klar, ne? Okay, macht nichts. Ist nicht schlimm, wir sind da ja eh gleich zu Hause. Okay, halt. Ach, das können wir eigentlich auch reintun. Pass auf. So, die Kohlsuppe, die Morchen können wir gleich essen. Eine hölzerne Schale? Oh, das ist cool, weil wir ja jetzt die Suppe getrunken haben, haben wir eine hölzerne Schale bekommen. Das ist ja genial. Das finde ich cool. Richtig cool. So, halt. Entschuldigung. Tasche. Ich weiß nicht, ob wir die Hacke brauchen. So, dann machen wir die auf die 4, genau. Und die 4 und dann Kohlsamen. Pflanzen wir zumindest. Oh, cool! Wir haben das Lebensmittellager schon freigeschalten. Das ist ja toll. Okay. Hehe, sehr gut. Na so, es geht voran. Okay, aber die Hacke brauchen wir tatsächlich nicht. Das ist natürlich auch gut. So, dann gehen wir eine Runde schwimmen. Können wir das Ding auch wegpacken. Okay, gut. Ihr Lieben, ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.